Heute etwas aus dem Bereich Journalismus. In Dänemark ist ein Terroranschlag auf eine schlimme Zeitung verhindert worden. Es war die Zeitung, die ganz böse Karikaturen veröffentlicht hatte und noch bösere Menschen könnten sagen, dass die Terroristen genau das machen wollten, was die Karikatur ausgesagt hat. Daran sieht man wieder, wie gefährlich Karikaturen sind. Ich rate aber von einem Generalverdacht ab. Es sind nicht alle so. Die meisten Karikaturisten und die meisten Journalisten sind im Kern friedlich und tolerant und gegen die umstrittenen Karikaturen. Morgen geht's weiter.